Die alten Stromzähler haben ausgedient. Die neuen Smart Meter sehen jetzt so aus. Dank dem neuen Ding kann man viel genauer schauen, wie viel Strom das man gebraucht hat. Und das auch noch ganz gäbig im Internet. Also neu ist sicher, dass jetzt die Smart Meter nicht nur noch messen, wie viel Strom man verbraucht hat, sondern wenn man auch den Strom verbraucht hat. Und das kann man noch im Kundenportal kann man das anschauen. Jeden einzelnen Kundin, jeden einzelnen Kunden. Und das eröffnet einem Möglichkeiten, um das eigene Energiesparpotenzial zu erkennen. Das heisst, in Zukunft kann man selber ganz bequem schauen, wie viel Strom man gebraucht hat. Aber es hat auch Vorteile fürs Ablesen. Wo bisher immer jemand musste vorbeikommen und den Zähler anschauen, wird jetzt alles digital übertragen. Das passiert über unser Glasfasernetz. Wir haben vor 5 Jahren haben wir ein flächendeckendes Luzerner Glasfasernetz in Betrieb genommen. Und das dient jetzt als Basis, dass wir die Daten fernauslesen können. Und das passiert verschlüsselt. Also jeder Zähler hat seinen eigenen Schlüssel. Also niemand kann die Daten mitlesen und mitlesen. Und so werden die Daten nachher dann zu uns in Zentrale transportiert. Bei der Installation muss der Strom zwar etwa 10 Minuten lang unterbrochen werden, damit der Monteur von der EWL gut und vor allem sicher arbeiten kann. Nachher ist der Smart Meter aber installiert und dann gibt es auch keinen Unterbruch mehr, selbst wenn der Zähler muss gewechselt werden muss. Aber auch bei den Rechnungen wird es genauer. Heute ist es so, dass man einmal im Jahr quasi eine scharfe Abrechnung bekommt und 3 Akkontorechnungen, also die nicht ganz genau sind, dann etwas zu viel oder etwas zu wenig, geschätzte Rechnungen. Und neu wird es nachher dann quartalsweise Abrechnungen geben, also 4-mal im Jahr eine scharfe Rechnung, die dann wirklich genau stimmt, was in diesen 3 Monaten gebraucht worden ist. Wenn es sich am Standort anbietet und man das Kabel gut ziehen kann, gibt es auch die Möglichkeit, dass man über einen Smart Meter auch Wasser und Gas zählt. Das ist aber nicht an allen Standorten möglich. Der Smart Meter macht also vieles ein Stückchen einfacher und transparenter.